Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, eine gute Vermittlungsnachricht können wir unseren Tierfreunden heute leider nicht verkünden. Der Schäferhund Golden Retriever Mischling Rex, den wir vor einer Woche vorstellten, hat bisher leider keine Interessenten gefunden. Die Mitarbeiter der Arche Noah wollen nochmals an ihn erinnern. Rex ist sehr menschenbezogen und soll so schnell wie möglich wieder eine ständige Bezugsperson haben. Die schöne Katzenname Tiger ist an erster Stelle unserer heutigen Folge und braucht natürlich auch baldmöglichst erneut zu Hause. Sie musste von ihrem Frauchen aus gesundheitlichen Gründen in der Arche Noah abgegeben werden. Tiger ist in der fremden Umgebung sehr scheu und zurückhaltend, bleibt aber immer lieb. Man kann ohne weiteres in ihr Versteck fassen und sie streicheln, ohne dass man die Krallen spürt. Tiger wurde im Juni 2013 geboren und ist somit im besten Katzenalter. Sie lebte bisher nur in einer Wohnung. Tierheimleiterin Katrin Mattes möchte deshalb, dass das so bleiben soll. Das Kätzchen kennt Kinder und freut sich über Streicheleinheiten. Tiger braucht Zeit, sich an fremde Menschen und eine neue Umgebung zu gewöhnen. Erfahrene Katzenfreunde wissen natürlich, wenn die Katze zu ihren neuen Menschen kommt, dann beginnt die neue Freundschaft und das neue Leben. Als zweites stellen wir heute eine Katzenmutti vor, die mit ihren Welpen zur Arche Noah gebracht wurde. Auch das namenlose Miezchen ist sehr schüchtern und zurückhaltend, aber wenn sie die Menschen kennengelernt hat, kann man sie streicheln und nehmen, erzählt Pflegerin Conny Herbel. Die Katze wurde wahrscheinlich 2014 geboren, ist also auch noch eine junge Katze. Da sie in Freiheit gelebt hat, braucht Mizi unbedingt Freigang in ihrem neuen Zuhause. Ein Haus mit Hof oder Garten wäre ein schönes Revier, wo sie umherstreifen und vielleicht auch ihrem Instinkt folgen und jagen könnte. Aber zum Wohlfühlen und Faulenzen braucht die Mizi natürlich auch ein weiches Stubenplätzchen, wo sie sich ausgiebig nach Katzenart räkeln kann.